Illy und Jakob, ich begrüße euch hiermit ganz herzlich. Euer Film hat gestern Premiere gefeiert, der Bruder Jakob heißt. In dem Film geht es eher um eure Bruderbeziehung als um den Islam, aber trotzdem ist er ein großer Teil davon, weil du damals zum Islam konvertiert bist. Und Illy, du hast gestern in der Premiere gesagt, dass du die Kamera auch teilweise verwendet hast oder den Film gedreht hast, weil du die Nähe zu Jakob wiederfinden wolltest. Uns hat dann gestern ganz doll interessiert, wie war das denn tatsächlich? Welche Rolle hat die Kamera in eurer Beziehung während des Drehs eingenommen? Hat sie Distanz geschaffen? War sie ein Verbindungsmittel oder war es eher so, dass sie wirklich zwischen euch stand? Also ich kann eigentlich nur für mich sprechen, weil ein Teil der Frage muss Jakob natürlich beantworten, was es für ihn bedeutet hat. Für mich als Filmemacher ist hinter der Kamera zu sein ein gewisser Schutz auch. Und ich habe immer die Möglichkeit, die Fragen auf eine, oder ich traue mich, Fragen intensiver zu stellen, ein Thema intensiver zu bearbeiten, wenn ich daraus einen Film mache. Das ist meine Art mit Themen, die mich bewegen, umzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass es uns die Möglichkeit gegeben hat, uns anzunähern, die es natürlich sonst auch gegeben hätte, aber auf einer künstlerischen Art. Also wir hatten ja früher schon immer wieder so Projekte miteinander gemacht, also auch Filmprojekte schon seitdem wir so jugendlich waren und deswegen, das war für mich dann so ein weiteres Projekt, und diese Projekte haben uns immer verbunden natürlich und einfach gemeinsam an etwas zu arbeiten, das war das eine und natürlich auch dieses Interesse zu sehen von meinem Bruder, das ist natürlich auch schön und stärkt unsere Beziehung. Ja, ja, weil du gerade meintest, Film als Kunst, du bist ja in diesem Film sowohl Bruder als auch Filmemacher. Und gab es da Momente für dich oder vielleicht auch für euch beide, in denen der Filmemacher in dir jetzt gesagt hat, du, das muss ich aufnehmen, diese Szene brauche ich, aber der Bruder meinte, nee, das ist mir jetzt gerade zu privat, das will ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Gab es solche Momente? Ja, ganz viele. Das war das Spannungsfeld, in dem ich mich eigentlich die ganze Zeit bewegt habe. Besonderer Moment, ich überlege gerade, war vielleicht diese Auseinandersetzung auf dem Familienfest. Habe ich irgendwann geswitcht, also am Anfang habe ich vorgeschlagen, lass uns doch alle gemeinsam noch eine Rederunde machen. Das wurde abgewiesen und daraufhin habe ich ein bisschen resigniert und gesagt, okay, dann bin ich jetzt Filmemacher und habe mich dann als Bruder ganz stark rausgezogen. Ich war ja eigentlich gar nicht mehr anwesend, ich habe nur noch die Situation beobachtet und das war so eine Entscheidung, die ich treffen musste. Klinke ich mich jetzt als Bruder und Familienmitglied aus oder bleibe ich? Und ich habe mich entschieden, der Filmemacher zu werden in dem Moment. Wie kommt es dazu, dass man sich entschließt, von diesem eher individuellen Lebensstil, wo man wirklich alles frei entscheidet, einer Religion beizutreten, wo man sich eher als Teil eines großen Ganzen sieht. Was war da für dich der Auslöser? Also wie hast du dich dann dazu entschieden? Weil das ist ja tatsächlich momentan eher unüblich. Ja, wahrscheinlich so die Sehnsucht nach Geborgenheit in einem größeren Ganzen, weil so und die Erfahrung halt, dass auf mich selbst jetzt, auf meine eigenen Gedanken und so nicht so Verlass ist, dass es immer irgendwie auch von unterschiedlichen Meinungen und Einflüssen geprägt ist, so die eigenen Gedanken, und dass es dieses eigene nicht wirklich gibt. So. Und dann lieber mich bewusst für etwas entscheiden, was ein weiser Mann oder eher ein weiser Prophet halt gelehrt hat und was viele Menschen halt, dem viele Menschen folgen. Ja. Euer Film, aus unserer Sicht, zieht er gar nicht so unbedingt auf den Islam aus oder auf dieses Radikalisieren vielleicht teilweise, sondern eigentlich eher vorrangig geht es um die Suche nach dem Sinn. Seid ihr da gefühlt einen Schritt weiter gekommen? Also hat euch dieser ganze Prozess, also der ja auch immer weiter und weiter läuft, haben euch diese Ereignisse weitergebracht auf der Suche nach dem Sinn? Also mich auf jeden Fall, es ist eine Art Bestärkung gewesen, aber auch eine Erkenntnis, dass der Sinn das Zwischenmenschliche sein muss.
dass der Sinn nicht sein kann, eine Lehre sein kann, sondern immer das Zwischenmenschliche sein muss. Und eine Lehre kann helfen, ein zwischenmenschliches Miteinander zu fördern, anzuregen, aber es darf halt nie, die Lehre darf nie dazwischen stehen und das Zwischenmenschliche steht im Vordergrund immer und soll. Und das, genau, das war meine Erkenntnis. Ja, da kann ich 100% zustimmen, also das sehe ich genauso. Ja, ich hatte, also unsere Eltern haben eigentlich schon so dieses, auch sind auch sehr religiös und haben aber auch dieses Bild von diesem inneren Weg, also dass jeder seinen inneren Weg geht, aber das ist jetzt nicht, dass man den nicht verallgemeinern kann für alle Menschen. Und ich musste es irgendwie das Gegenteil erstmal als falsch beweisen sozusagen für mich. Ich konnte es nicht einfach so übernehmen. Als Kind habe ich das natürlich einfach so übernommen, aber dann, als ich so andere Meinungen kennengelernt habe, wie eben, es gibt nur diesen einen richtigen Weg, den Islam, so und nicht anders, das musste ich erstmal für mich wirklich durchleben, um zu erkennen jetzt, dass das für mich auf jeden Fall nicht so ist, sondern mich bestärkt jetzt vor allem auch der Film so, dass das wirklich, ja, dass es mein eigener Weg ist und ich niemanden, ja, dass ich es nicht verallgemeinern kann auf andere. Sehr schön, dann ganz lieben Dank, auch danke für den Film, weil ich denke, der bringt genau das eigentlich, was ihr beide gerade als Schlusswort gesagt habt, sehr, sehr gut rüber und ich wünsche euch damit noch ganz viel Glück und generell auch weiterhin auf der Suche nach dem Sinn und bedanke mich hiermit ganz nett für das Interview. Vielen Dank auch. Danke. Dankeschön.